Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Final Fantasy X. Ich bin Puck und wir sind immer noch auf der Mihenstraße. Und wir finden einen Blitzball, komischerweise. Reg dich doch nicht auf, Kleiner. Ich will doch nur spielen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich muss auch zugeben, ich bin noch sehr unentschlossen, wenn ich so will, was meinen dritten Charakter angeht. Auron und Lulu sind eigentlich so ziemlich safe, was, wenn ich sie zur Verfügung habe in meiner Gruppe. Aber in der dritten Position schwanke ich noch zwischen Yuna, Kimari und Tidus. Ich denke, dort werde ich noch bei Bedarf einfach variieren. Später werde ich dann Tidus nutzen, wenn ich bei Gegnern rankomme, bei denen ich einfach nicht weiterkomme, weil ich dann seinen annähernd imbar starken Ekstase-Move nutzen kann. Bei normalen Gegnern wahrscheinlich Kimari und wenn ich extrem viel Heilung brauche, dann eher Yuna, die ja zur Weißmagierin / Summonerin hochgezogen wird. Vielleicht wird es auch Riku als Dritte, das weiß ich gerade nicht. Nur Riku hat halt am Anfang den Nachteil so ein bisschen, dass sie halt recht wenig Screentime hat, das heißt, sie hat einen relativ niedrigen Sphero-Level, glaube ich. So ein Hund kann einem schon leid tun, wenn Auron da einfach mal von oben komplett runterzieht. Ich möchte da nicht stehen. So. Komm, ein Gegner noch. Ich weiß nicht, was am nächsten Area erwartet. Aber einen Gegner möchte ich noch haben, dann habe ich nämlich wahrscheinlich das nächste Sphero-Level. Dann können wir auch gleich mal anfangen. Es sind auch mal die gleichen Gegner, die ich mit denen bekämpfe. Gegen die Panzer ist Auron einfach der Beste. Und gegen alles andere ist Lulu sehr stark hier. Naja gut, fast jeder Gegner hat hier eine Elementarschwäche und deswegen haut sich mit ihren Stufe 2 Zaubern einfach alles weg. Aber gegen normale Gegner kann auch Auron ganz gut dagegenhalten, wie man sieht. So, mal gucken, ob meine Theorie mit den drei Sphero-Leveln hinkommt. Versuchen wir es doch mal. Bewegen. So. Einmal hier hin. Dann jetzt. Genau. Und nochmal. Passt doch mit den drei Sphero-Leveln. Und mit 900 Lebenspunkten sieht die Welt doch gleich ganz anders aus für Lady Yuna. Finde ich zumindest, macht deutlichen Unterschied. Gerade am Anfang sind HP und MP-Spheroiden, vor allen Dingen HP, so imbalanced stark. Ja, ich muss zugeben, diese Mihenstraße zieht sich gerade jetzt nicht wieder. Da war gerade ein schwarzer Balken, das ist nicht witzig. Ah, und genau, das ist übrigens der Gegner, bei dem man sich Flammen holen kann. Also den Dragonik-Spruch. Der ist aber auch saustark, wie man hier sieht. Aber mit einem Retard-Hieb kann man ihn gut verzögern. Ich glaube, er hat auch keine elementare Schwäche gehabt. Aber ich zeige es euch mal mit Blitzra.
Das dürfte auch so um die 800 Schaden machen. Genau. Und es ist Overkill. Deswegen habe ich es mich auch mit ihr gemacht, nicht mit Auron. So. That's how it's done. Über das Outfit kann man streiten, aber der hat schon was drauf. Gerade am Anfang ist er wirklich relativ stark, muss man mal sagen. Vor allem hat er relativ viele HP-Spheroiden auch am Anfang in Aussicht. Okay. Wie gesagt, da bin ich jetzt einfach hingelaufen. Ich hatte die Hoffnung, dass ich dort noch was finde. Level 1 Spheropass. Das ist cool. Die braucht man ja, um auf dem Spherobrett sich durchzuschlagen durch die Spherobreaks. Wo es mir echt vorkommt, als würden die alle Rudelangriff auf Yuna machen. Das, ekelt mich etwas an. Aber Schwebeauge sollte man übrigens schnell besiegen hier. Weil der kann eine Fähigkeit verwirren, kann er nämlich austeilen. Das finde ich absolut nicht witzig. No time to waste. Let's go. Jetzt inzwischen lache ich mich darüber ein bisschen tot, weil ich gewisse Fähigkeiten schon erworben habe und Stärke, aber am Anfang ist das noch sehr, sehr, naja, nennen wir es mal verletzend, um es positiv auszudrücken. Wenn man dann Pech hat, dass Auron zum Beispiel verwirrt wird, haut der einem Yuna, wenn man Pech hat, in ein oder zwei Schlägen klein. Also nicht witzig. So. Gegen Schwebeauge ist Blitz gut, gegen das Eisteilchen oder Weißteilchen Feuer. Nur so nebenbei. Aber wie ihr sehen könnt, die nehmen sich alle nicht viel, was die Magieabwehr angeht. Da kriegen alle noch knapp 200 Schaden durch den Level 1 Zauber von den Gegnern. Weil ich darf mich ja grundsätzlich nicht beschweren, sieht ja wirklich gar nicht so verkehrt aus. Da ist eine Kiste, gut. 2000 Gil nehme ich auch gern mit. Scheint mir auch wieder so zu sein. Bei diesen Einbuchtungen scheinen diese Gegner häufiger durchzukommen, habe ich das Gefühl. Übrigens, wichtig ist es nur, dass man den Hauptgegner hier entweder blindet, das ist natürlich das Optimum, oder dass man ihn mit Retardhieb quasi nicht zum Angriff kommen lässt. Man muss ihn ja quasi nur so weit verzögern, dass Lulu zweimal darf. Und ich zeige euch jetzt einfach mal wirklich, dass alle vier Elementarzauber bei dem sehr effektiv sind. Ist doch auch mal sehr nett zu sehen. Übrigens bekommt man durch normales Töten der Gegner hier nur zwischen 40 und ich glaube 70 oder so Ability Points. Das heißt, am Anfang ist es noch ineffektiver, aber weil man tötet die Gegner nicht sofort per Overkill. Wow, gleich zwei von den Bombern. Auf jeden Fall, da lohnt es sich natürlich dann zum Beispiel auch mit ich muss kurz überlegen, mit Lulu auf die Level 2 Elementarzauber zu gehen. Das ist nämlich sehr effektiv. So, kurz überlegt. Aber ich werde ihn erstmal nur heilen, das reicht. Ah! Perfekt. So.
Jetzt werde ich den Gegner mit Retard-Hieb zurückschieben. Und jetzt kommt Lulu und komischerweise ist nicht Wasser effektiv gegen die, sondern Eis. Mein erster Gedanke war tatsächlich, es könnte ja Wasser sein gegen Feuer, aber nee. Und wie ihr seht, selbst wenn Lulu alleine angreifen würde, würde sie das hier gewinnen. Einzig der Schaden, den sie einsteckt, ist ein bisschen nervig, aber man kann ja nicht alles haben. Irgendwie will ich immer zu dem Vitra-Zauber bei ihm, bei Yuna, aber noch kann sie den ja gar nicht. Na egal. Ich merke gerade, Lulu hat keine Magie mehr. Das ist nicht witzig. Dann könnt ihr jetzt mal sehen, wie schwach Lulu so ist. 39 Schaden, tatsächlich. Wenn das nicht besser wird, werde ich Lulu gleich mal auswechseln. Weil ich muss auch zugeben, ich habe auch sehr mit den Zaubersprüchen um mich geworfen. Leider ist der Delay bei dem guten Auron sehr hoch. Ja, und ich werde mal wechseln. Jetzt quasi den Staffelstab abgeben. Tidus kommt rein. Back in the fray. Das Dumme ist, er ist nicht gerade der Overkill-Typ. Das ist so ein bisschen der Nachteil bei ihm. Zwischendurch einfach mal kurz nachheilen. Ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Lulu ist wirklich so mein Backbone gewesen. Für die Kämpfe hier. Weil ihre Elementarzauber einfach alles platt gemacht haben. Da sind jetzt Luzu und Gatter, die anscheinend irgendwelche Probleme haben. Sonst würden sie ja nicht ranfahren. You're sure you're all right? Never better. Ja. Jetzt kann er auch schon stumm, immerhin. So, weg damit. Mal sehen, Kraftbrecher ist auch nicht schlecht, dann macht man den Gegner etwas schwächer. Wie ihr sehen könnt, statt 300 Schaden macht er nur noch 150, das ist ja auch nicht verkehrt. Ja. Ob Juno angreift oder nicht, davon hängt nicht wahnsinnig viel ab. Aber Tidus kann Blindhieb, das ist eine nette Fähigkeit, die uns hilft, denn mit Blindhieb trifft der Gegner mal gerade gar nichts. Und ich werde trotzdem auf Auron warten, weil Auron einfach den Overkill hinkriegen könnte. Ich glaube nicht, dass es ausreicht. Nee, 500 Schadenspunkte reichen nicht aus. War, glaube ich, irgendwas mit 600 oder so. Dann kriegt man auch weniger XP, wie ihr gerade gesehen habt. Lohnt sich also schon richtig auf Overkill zu gehen. Dafür ist die Lulu unglaublich gut und wichtig. Hey, we saw the game. You guys were great. Congratulations, Waka. Hey, stop loafing around. The Lady Summoner and her guardians. This mission requires our full attention. We've no time to waste. Understood? Yes, ma'am. Apologies, ma'am. Carry on.
See, keep your head down, say sir a lot, and you'll do fine. Right, sir. Hey, Yuna. Even though Yevon rejected us, we still believe in you. That won't ever change. Thank you, Sir Luzu, Sir Gada. But, you know, it's not too late for you to go back to Bisade and... We should be going, sir. So ein bisschen von Selbstzweifeln geplagt sind die beiden schon. Na gut, wer kann es übernehmen? Bei einem so übermächtigen Gegner wie Sin. You guys are toast. Wenn ich doch nur seinen Optimismus hätte. Anyway. Das Dumme ist jetzt an der ganzen Geschichte. Also was mir gerade spontan auffällt, ganz simpel ist, dass ich mit Auron eine Feuerwaffe trage. Das heißt, es könnte zu Problemen kommen, was den Bomber angeht. Muss ich doch ernsthaft jetzt überlegen. Nein, ich will doch nicht Meisterruf machen. Ganz normal beschwören reicht. Ich nehme Wallfahre. Weil ich habe keinen Bock wegzulaufen und ich muss ihn ja trotzdem besiegen. Ich hätte auch Ifrit nehmen können, aber es wäre etwa dasselbe. Feuer gegen Feuer. Clever. Da habe ich mich jetzt für Wallfahre entschieden. So, dann wollen wir noch mal aufholen. Pouts. Ja, Bomber wird wie immer größer. Wenn Bomber nicht viel kann, das kann er. Gucken wir doch mal, wie er auf Eis reagiert. Ja, das ist ein bisschen stark, nicht? Das ist in etwa so stark wie das Eis Ra von Lulu. Schockt ein bisschen, muss ich zugeben. Aber anyway. Irgendwas scheinen die Leute hier gegen Werbung zu haben. Werbung ist doch was Gutes. Aber wir haben es gleich geschafft, dann sind wir hier nämlich auf. We'll defeat Sin any way we can. But Yevon's teachings say. Enough. I only meant to. Are you all right? Lady Summoner? Yes, I am Yuna. It is an honor, my lady. My name is Shalinda. I am a disciple of Yevon. What was all that about? The Crusaders operation? You mean the one Gata and Luzu were talking about? I heard they were to use forbidden machina. I had to stop them. Huh? Why? The use of machina is strictly forbidden by the Yevon priesthood. That's bad, yeah? Let them use whatever they want. They still won't defeat Sin. But it's not about defeating Sin. The teachings of Yevon must be upheld. Yeah, right. But you don't understand. The Crusaders won't even listen to me. And it's all because I'm just a lowly acolyte. Don't say that. Well, I haven't been a summoner for very long myself, you see. Still, I can't put myself down every time I fail. People are depending on me. They're depending on both of us. Yes. Yes, you're right, my lady. Absolutely right.
Thank you so much, Lady Yuna. Now, I feel I have the courage to finish my training. Schilder finde ich eigentlich ganz nett, aber... I will do my best to get myself appointed to a temple. Bisschen penetrant ist der noch. Wie dem auch sei, wir haben es geschafft. Ich mach mal da weiter, wo ich eben aufgehört habe. Wir sind gleich bei der Hälfte der Mihenstraße angekommen und da freue ich mich auch schon drauf. So. So, sieht doch schon mal ganz kuschelig aus. So, und jetzt darf Yuna auch mal Ifrit rausholen. Damit ihr den auch mal gesehen habt und also die Beschwörung. Und damit er auch mal ein bisschen Ekstase sammeln kann. Ich bin ja so ein Ekstase-Vorbereitungsfetischist. Jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, wer wollte da nicht Huckepack spielen? Ich. Davon mal ab. So. Gucken wir nochmal, was Meteorit für Schaden macht. Interessiert mich mal. Okay. Kommt also eher über die physische Schiene. Schwarzmagie kann er nur Feuer. Mal gucken, ob das auch so stark ist wie bei Walfaris. Ähnlich. Ich will mich nicht beschweren. Sieht ganz gut aus, nicht? Und wir haben es auch gleich geschafft. Wir sind dann nämlich hier auf der Hälfte der Mihenstraße angelangt. Manche Schatztruhen liegen so offensichtlich und manche... Naja, lass mal das Thema. So, wir sind angelangt bei Rinds Reiseshop auf der Hälfte der Mihenstraße. Ich mache hier einen Break. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Und ich freue mich. Bis denn!